What's up, Skateboarder? Herzlich willkommen zu dieser neuen Review. Heute was ganz Besonderes. Ich reviewe zum ersten Mal eine Mini-Ramp. Das Ganze von Backyard Ramps. Natürlich habe ich mir dazu ein paar Stichpunkte gemacht. Und zwar, wie ist der Aufbau von der Rampe? Wie ist die Qualität der Rampe? Wie ist das Skate-Feeling? Und natürlich Gesamteindruck von der Rampe. Das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Let's go! Könnt sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Woo! Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Als allererstes kommen wir natürlich zu der Maße der Mini-Ramp, damit ihr wisst, was ich überhaupt hier stehen habe. Die Rampe ist 7,5 Meter lang, 2,5 Meter breit und 1 Meter hoch. Das ist somit das Wichtigste, weil es gibt natürlich auch Rampen, die sind nur 80 cm. Der Konstantin meinte aber zu mir, Paff, du willst schon den ganzen Meter haben. Du bist ja kein Anfänger. Du bist zwar ein Anfänger in der Minirampe, aber du willst den ganzen Meter haben, weil die Rampe ist echt flach und richtig entspannt. Und ich muss sagen, Konstantin, danke, dass du es gesagt hast. Man braucht wirklich den Meter, wenn man schon ein bisschen geskatet ist natürlich und viel mehr Erfahrung und Bordkontrolle hat. Natürlich, wenn ihr komplett angefangen zu skaten habt und ihr seid ganz neu im Skateboarding und Minirampe ist das allererste, was ihr überhaupt skatet, dann würde ich auch doch schon sagen, hey, nehmt euch lieber die 80 cm, weil dann ist das Ganze wirklich flach, da funktioniert wirklich alles, da lernt ihr viel, viel schneller. Die 20 cm machen schon sehr viel aus, da musst du schon viel krasser fahren, weil das schon ein Stückchen höher ist. Da ist die Geschwindigkeit auf jeden Fall direkt mit einer anderen. Durch den Schwung wirst du viel schneller als bei einer 80 cm Rampe. Deswegen natürlich für die Anfänger 80 cm, für die Fortgeschrittenen holt euch den Meter. Wie lange dauert es überhaupt, wenn ich sie mir bestelle, bis sie hier wirklich dann ankommt? Nach der Bestellung waren es knapp 3 Wochen und damit fand ich das schon ziemlich schnell. Deswegen Shoutouts an Konstantin, dass du das Ganze wirklich unter einem Monat schaffst, dass sobald man bestellt, kein Monat später ist die schon bei dir zu Hause. Weil natürlich Konstantin schneidet die dann erst zurecht und dann muss das Ganze verpackt werden, versendet werden. Das ist natürlich extra Transport und kommt dann wirklich bei dir vor deine Haustür an. Und dann musst du natürlich nur noch das richtige Plätzchen aussuchen und schon geht's los. Als sie hier angekommen ist, muss ich ehrlich sagen, war ich ziemlich beeindruckt, wie klein und kompakt das Ganze aussah. Habe ich mir fast nicht vorstellen können, dass daraus so eine große Mini-Rampe entstehen kann. Aber ja, so sieht das wirklich echt nach Tetris aus. Schön verpackt, ganz klein. Und dann ging es los. Wir waren zu dritt und dann hat es ungefähr 2,5 bis 3 Stunden gedauert, bis wir das Ganze gemacht haben. Aber das Ganze ist wirklich super easy. Es ist nur, du musst nur eine Quarter aufbauen und dann weißt du direkt, wie die andere Quarter aufgebaut ist. Dann das Mittelstück. Es ist dort super perfekt alles eingezeichnet und wirklich kein Problem, das Ganze aufzubauen. Kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte und zwar Qualität. Und da muss ich auch natürlich sagen, da muss man auch aber die Qualität testen können. Und das haben wir gemacht. Erstens, wir haben natürlich direkt mal einen fetten Contest veranstaltet und somit auch herausgefunden, dass an jeder Seite jeweils komplett 10 Leute stehen können und einer skatet doch und das Ding kracht nicht ein. Das war beeindruckend zu sehen, dass man einen kompletten Contest hier veranstalten kann und das hält das Ganze natürlich aus. Und die zweite große Qualitätsfrage war natürlich, wie wird der Winter sein? Der Winter ist natürlich hier in Deutschland auch schon brutal hart, es geht in die Minusgrade rein. Schnee lag natürlich hier super oft auf der Rampe und man musste immer wieder den Schnee auch wegschippen und so weiter. Natürlich ist der Rampe überhaupt nichts passiert und das ist natürlich das, was man auch erwartet hat, wenn man schon sich natürlich eine Mini-Rampe holt, dass das Ganze auch überlebt. Weil jetzt sieht es für mich aus, so wie die könnte noch weitere 20, 30 Jahre überleben, weil es gibt keinerlei Probleme nach diesem riesigen Wasser, was hier natürlich auf der Fläche war. Es gibt hier irgendwie nichts, was man aussetzen könnte, genauso wie auch nach dem Contest, dass nichts kaputt gegangen ist. Das sind somit die beiden größten Sachen, wovor man Angst gehabt hat ein bisschen, da ob es das aushält. Man hat es natürlich erwartet, dass der Rampe nichts passiert, aber man wusste es nicht. Und jetzt erst durch diesen Test mit dem Contest und natürlich mit dem harten Winter, der wirklich auch sich sehr, sehr lang gezogen hat, natürlich mal wieder auch dieses Jahr. Und wir mussten hier super oft den Schnee wegschippen. Und hier war super viel Wasser und es war sowieso auch sehr regnerisch. Deswegen, man sieht der Rampe es nicht an und es könnte weitere 10 Jahre locker hier überleben. Deswegen sieht man schon mal hier eindeutig, die Qualität ist hier on point. Was natürlich auch nicht überraschend ist, das hat man schon erwartet. Aber man ist jetzt nochmal auf jeden Fall, hat das Ganze einen überzeugt,
dass hier die beste Outdoor-Rampe ist auf jeden Fall und die einiges aushält, nicht nur ein Contest und nicht nur einen harten Winter, sondern über Jahrzehnte. Wir sehen uns auf jeden Fall natürlich in 9 Jahren hier wieder und ob die Rampe das Ganze auch überlebt hat. Das werden wir natürlich in dieser langen Zeit-Review auf jeden Fall auch nochmal sehen. Aber fürs erste Jahr bin ich mehr als beeindruckt. Kommen wir zum allerwichtigsten Punkt überhaupt. Nämlich die Rampe muss man ja auch skaten. Deswegen, wie war es eigentlich mit dem Skate-Feeling hier auf der Mini? Natürlich hatte ich ein bisschen Bammel vom ersten Mal fahren, weil dann weiß man auch, wie ist das Shape der Rampe? Ist es was für mich oder nicht? Natürlich bin ich vorher super viele Mini-Rampen geskatet, deutschlandweit immer auf irgendwelchen Contests gewesen. Und natürlich gibt es überall eine Mini-Rampe. In jeder Stadt gibt es eine Mini-Rampe, die ich natürlich schon mal ausprobiert habe. Und es gab kein einziges Mal den Augenblick, dass ich gesagt habe, boah, das gefällt mir. Von der Höhe, von der Breite, von der Länge, wie das geshaped ist. Die meisten Mini-Rampen sind sehr, sehr schwer zu fahren. Die haben einen krassen Übergang. Das geht so ein bisschen so und dann geht es halt voll steil nach oben. Und oft hat das Scooping guckt auch voll oft raus. Und es ist halt nicht so smooth. Wie hier. Ich kann es nicht glauben, dass das meine Mini-Rampe ist, denn hätte ich diese Mini-Rampe vorher irgendwo mal geskatet, hätte ich mir gewünscht, dass das meine Mini-Rampe ist. Ich wusste vorher nicht, wie sich das Ganze anfühlt und bin mehr als froh, Konstantin, dass du das hier erschaffen hast, denn das ist meine favorite Mini-Rampe of all time. Die ist so geil, denn der Übergang nämlich hier, was auch ziemlich nice ist, nicht nur, dass die einfach sehr, sehr mellow ist, ne, die ist entspannt, die geht so langsam nach oben. Das heißt, du hast sehr geile Zeit, hier Tricks zu machen. Es macht wirklich Spaß, hier Tricks zu lernen. Ich habe noch nie in meinem Leben noch eine Hilfe mit der Quarter gemacht, hier aber schon. Und hier macht das generell. Ich bin noch kein großer Mini-Ramp-Fahrer und habe das nie so geil gefunden, aber hier, die ist wirklich nice. Denn der Übergang zum Beispiel auch hier vom Cooping, das, was ich gerade erzählt habe, dass oft das Ganze so absteht und du so oft nicht mal richtig einhackst, sondern fast sogar einen Hang-Up machst, weil es einfach so absteht und auch aufpassen musst bei Desastern und Rock'n'Roll, dass du schön wieder reinkommst. Sonst bleibst du stecken. Hier ist der Übergang sehr, sehr geil. Es liegt hier so schön drin. Das Grinden und Sliden und alles macht so viel Spaß. Ich kann es wirklich nicht fassen und nicht glauben, dass diese Mini-Rampe wirklich von hier direkt von meinem Shop ist. Denn das ist meine favorite Rampe of all time. Kommen wir zum allerletzten Punkt und zwar natürlich der Gesamteindruck von der ganzen Sache. Yeah! Wundervolle Mini-Ramp, die du hier hast, ey. Die beste. Die beste. Ja. Die beste ist. Die ist schon krass. Die ist halt flach wie. Weiß nicht. Bis wo geht normale Quarter? Die geht noch ein ganz Stück rüber. Es ist schon aber ganz am Meter, ne? Schon? Wirklich? Ja. Fühlt sich weniger an. Was sagst du, wie findest du? Lecker. Lecker, Bruder. Also, fangen wir an. Lieferung schnell, präzise, entspannt. Das ist eine 1. Aufbau super entspannt. Natürlich mit 2-3 Mann. Dauert das 3 Stunden. Wahrscheinlich, wenn du ganz alleine bist, wird es vielleicht den ganzen Tag dauern. Aber es ist super leicht. Deswegen auch da von mir sehr gut. Dann natürlich die Qualität ist das, was einen natürlich, man hat das Ganze sich erhofft, dass das on top sein muss, weil natürlich auch für den Preis von 3000 Euro oder 3100 ist das Ganze natürlich schon Qualität, da erwartet man diese Qualität, dass natürlich das Ganze den Winter überlebt und natürlich auch einen ganzen Contest überlebt. Deswegen da natürlich auch sehr gut, dass das geklappt hat und dass die Qualität on point ist. Und das Feeling vom Ganzen, das ist sehr gut, plus mit Sternchen, denn die Rampe ist, was das Shape angeht, was das Cooping angeht, was den ganzen, das ganze Verhalten der Rampe angeht, wie geil sich die fährt. Das ist meine Lieblingsrampe und das sage ich nicht, weil das hier jetzt zufälligerweise meine Rampe ist, sondern wirklich, ich bin überall geskatet. Das ist die geilste Rampe ever. Deswegen Konstantin, wirklich, vom aller Liebe, Shoutouts und danke, dass du genau das Shape hier gemacht hast. Das passt genau nämlich in mein Skaten. Das ist genau das, was ich schon mein Leben lang gesucht habe. Deswegen, du bist ein Schatzi, dass du das gemacht hast. Ich hoffe, du verkaufst 1 Million Mini-Rampen und die holt euch alle eine Mini-Rampe, weil das ist die geilste Mini-Rampe, die sich überhaupt man sich aufstellen kann. Und natürlich für die ganz kleinen Anfänger, wie schon gesagt, dann, wenn du das Dach noch 80 cm hast, ich glaube, da geht wirklich jeder Trick. Da kannst du neue Double Trace machen, da kannst du jeden Trick machen, ever, weil das wirklich dann super smooth, super klein und für den Anfang einfach das Beste ist. Wir haben übrigens auch natürlich daraus gelernt, denn wir dachten auch, ey komm, wir bauen einfach eine eigene Mini-Rampe, das wird schon was werden, aber das war überhaupt nichts, sondern man hat einfach nur da unnötig Kohle verbrannt, weil man dachte, man wird Kohle sparen, aber das war auf jeden Fall nicht vernünftig, sondern der Trick ist natürlich, zu einem hinzugehen, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht, der das schon auf einem sehr krassen Level gemacht hat, mehrere 100 Mini-Rampen schon verkauft und natürlich dann die Knowledge hat.
ich muss wirklich sagen, es hat mein Leben verändert, diese Rampe hier zu skaten, weil ich einfach nie ein Rampenfahrer war. Ich habe das nie krass gefeiert, weil das nicht meine Stärke ist, Rampen zu fahren. Aber durch diesen Cooping, durch das Shape der Rampe, ist wirklich Mini-Rampe jetzt eins meiner Favorites geworden, weil es einfach so easy sein kann und so entspannt und so viel Spaß machen kann, eine Rampe, wenn es das richtige Shape der Rampe ist. Denn wie schon auch gesagt, ich habe nicht so viele geile Mini-Rampen gefahren, so dass mir das so geil gefallen hat, dass ich immer wieder so einen Trick dann lernen auch will, weil es einfach so viel schwieriger ist, wenn die Rampe viel zu steil ist oder wenn das Cooping so weit ausguckt. Und hier ist das alles nicht vorhanden, sondern hier, das ist das geilste Mini-Rampe ever. Deswegen, das ist eine fucking glatte 1. Backyard Ramps, das ist wirklich die geilste Rampe ever. Vielen, vielen Dank. Hier unten drunter natürlich ist der Link zu Backyard Ramps. Holt euch die Mini-Rampe, ob ihr das Indoor irgendwo bei euch in einem Ferienhaus oder unterm Dach sogar schafft oder irgendwo ihr habt einen riesen Garten, wo ihr das Outdoor das Ganze nutzen könnt, dann ist natürlich das Ganze perfekt für euch. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an, da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Nein, sag mir, wer ist dein Dealer? Dealer? So smartelig, manche sind Dealer. Yeah, yeah. Hast du es noch nicht gehört in der City? Yeah, yeah. 20 sind tot, ich muss hustlen, you will. Nose grind, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pop.